Ja, gar nicht so einfach nach solchen Liedern jetzt das zu sagen, aber mein Name ist Dieter Janssen, ich bin 27 Jahre alt und ich freue mich, dass ich euch jetzt davon erzählen kann, wie Jesus mir begegnet ist. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, meine Eltern sind in eine konservative Gemeinde gegangen, somit gehört es für uns zur Tagesordnung, dass wir aus der Bibel gehört haben, abends gab es Familienandachten. Und unsere Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch in die Kinderstunden gehen, dass wir die Gemeindeveranstaltungen besuchen. Und ja, als Kind war das alles noch schön und gut, man hat das nicht so richtig reflektiert. Aber je älter ich wurde, desto mehr sah ich im christlichen Glauben eigentlich nur Regeln, Verbote, Gesetze und hatte immer so den Eindruck, dass Gott ein langweiliger Spielverderber ist, der mir alles verbietet, worauf ich Lust habe. Und ich wollte kein Christ sein. Ich habe immer zu den Christen gesagt, wenn ihr Christen seid, dann möchte ich keiner sein. Ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen aus christlichen Gemeinden. Und so habe ich mich mehr und mehr abgekapselt, mehr und mehr von der Gemeinde verabschiedet. Und habe dann auch relativ früh für mich selber entschieden, ich möchte nicht als einer von den Christen gesehen werden in der Öffentlichkeit. Ich möchte kein Babse sein. Ich möchte nicht, dass die Leute mich für jemanden halten, der zur Kirche geht. Also habe ich in ganz jungen Jahren angefangen zu rauchen, mit 14 Jahren, weil Christen rauchen nicht. Und um das öffentlich zu zeigen, habe ich angefangen zu rauchen, damit ich bloß nicht in diese Schublade gesteckt werde. Mit 16 Jahren fing ich an zu kiffen, regelmäßig, bis ich süchtig war und ja auch nicht mehr einschlafen konnte, ohne eine ordentliche Dosis drin zu haben. Später, als ich dann mit den Leuten Kontakt hatte, die Drogen verkauft haben, kamen auch andere Drogen dazu. Kokain, Speed, Ecstasy, die ganzen Partydrogen. Erstmal nur am Wochenende, später dann aber regelmäßiger. Und nach nahm mein Leben eine Wende, die, so wie ich das auch wollte, gar nicht in die christliche Richtung ging, sondern immer mehr in die andere Richtung. Und ich habe ständig Probleme mit der Polizei gehabt, habe mich geschlagen, musste vor Gericht wegen irgendwelchen Diebstählen, wegen Anzeigen und habe lange, lange ein Leben geführt, was mich komplett ruiniert hat. Mein ganzes Leben ging zu Bruch. Ich hatte Schulden bis zum geht nicht mehr und bin trotzdem nicht einsichtig geworden, egal wenn mir jemand mal geraten hat, mich zu ändern oder mich auch mal eingeladen hat zu einer christlichen Veranstaltung. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte einfach machen, was ich will, wo ich will, mit wem ich will, wann ich will. Ich wollte mein eigener Herr sein. Und eines Tages war ich dann auf einer Feier oder es war eigentlich mehrere Feiern, das ganze Wochenende durchgefeiert und nicht geschlafen und ich kam nach Hause. Und genau in dem Moment, als ich auf meine Klingel gedrückt habe, habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, dass mir jemand die Kehle zuschnürt. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Mein Sichtfeld hat sich auf einen ganz kleinen Bereich reduziert. Der Rest war schwarz. Und ich wusste, irgendetwas stimmt nicht. Ich bin heutzutage ziemlich sicher, dass es eine Überdosis war. Und ich konnte auch nicht um Hilfe rufen, weil wenn man keine Luft hat, man kann nichts machen. Und so bin ich dann runter in mein Zimmer gekrochen, auf allen Vieren, weil ich auch nicht meinem Vater so begegnen wollte, bei dem ich noch gelebt habe. Und dann begann ich mich zu übergeben, aber in diesen Zwischenzeiten habe ich keine Luft schnappen können. Und irgendwann mal habe ich gespürt, wie meine Augen rausquollen, wie sich das Blut im Kopf staut, wie der Sauerstoff mehr und mehr fehlt und wie das immer unerträglicher wurde, sodass ich Todesangst bekam und ich dachte wirklich in dem Moment, okay, Dieter, jetzt ist es vorbei. Du hast dein Leben vergeudet und du stirbst jetzt hier zu Hause, weil du ja übertrieben hast. Und in meiner Hilflosigkeit wusste ich nicht, was ich sonst noch machen sollte und ich habe nur innerlich, ich konnte die Worte nicht formulieren, weil ich keine Luft hatte, aber ich habe nur innerlich geschrien, Jesus, hilf mir! Und in dem Moment war es so, ich konnte einatmen, das Licht ist so gesehen wieder angegangen und ich war komplett nüchtern, komplett klar und ich dachte, was ist gerade passiert? Und dann habe ich mich in mein Zimmer gesetzt und habe angefangen nachzudenken und ich wusste, eine Überdosis, die geht nicht in einer Sekunde auf die andere einfach so weg. Und es kann kein Zufall sein, dass ich in meinen Gedanken den Namen Jesus anrufe
und er mich dann sofort verändert und ja, rettet. Und mir kam sofort auch der Vers, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen, vor, den ich in der Kinderstunde gehört hatte. Und ich wusste, es gibt einen Gott und der hat mir gerade das Leben gerettet. Trotzdem habe ich mein Leben in dem Moment nicht Jesus abgegeben. Ich habe versucht, aus eigener Kraft ja, einfach mit den Drogen aufzuhören, mein Leben selbst in den Griff zu kriegen. Ich wusste die Wahrheit, ich wusste auch, was Jesus jetzt von mir fordert. Ich wusste, Gott will mein Leben und er hat sich mir bewiesen, aber ich habe mich trotzdem dagegen entschieden und habe trotzdem weitergemacht und im 0,nix war ich wieder da, wo ich vorher war und es wurde noch viel schlimmer, bis ich am 01.01.2017 nach den Winterferien so heftig mit meinem Leben am Ende war, dass ich in den Spiegel geschaut habe und ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich konnte mich nicht mehr anschauen, weil ich mich so vor mir selbst angewidert habe. Und ich weiß nicht wieso, aber am 01.01. lag ich nach dem ganzen Feiern um Silvester herum, lag ich in meinem Bett und habe über mein Leben nachgedacht. Und es sind so viele Dinge in dieser Woche passiert, für die ich mich geschämt habe, wo ich im Rausch Dinge getan habe, meine Freunde belogen habe und noch vieles mehr, wo ich gedacht habe, ich kann mit dieser ganzen Schuld nicht mehr leben. Ich habe mich angeekelt gefühlt und ich habe wirklich so diesen Gedanken gehabt, entweder ich setze meinem Leben jetzt selbst ein Ende, ich bringe mich selber um oder ich gebe mein Leben jetzt Gott, weil ich wusste von diesem einen Moment, den ich eben erzählt habe, dass es einen Gott gibt und ich wusste, er kann mich retten, er hat es schon mal gemacht. Aber da war diese andere Stimme in mir, die wollte frei sein, die wollte unabhängig sein und ich habe mit der Wahrheit gekämpft, aber ich bin zerbrochen, ich bin auf die Knie gegangen und ich habe zu Gott gesagt, ich kann nicht mehr, mach du mein Leben neu, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ab dem Moment wurde alles anders, ich bin ein neuer Mensch geworden, ich bin von Neuem geboren, das kann ich wirklich sagen. Ich war von einem Moment auf den anderen frei. Gott hat mir meine ganze Schuld vergeben. Ich war frei von den Drogen. Ich habe seit jetzt mittlerweile fast sieben Jahren, keine Drogen mehr nehmen müssen. Und ich bin wirklich frei von dieser Sucht geworden. Aber was viel heftiger ist, ist nicht, also das Heftigste ist nicht, dass ich frei von Drogen geworden bin. Es gibt auch andere Menschen, die frei von Drogen geworden sind. Aber das Heftigste, was in mir passiert ist, ist, was Gott mit meinem Herz gemacht hat. Dass ich einfach diese Gewissheit, diese Hoffnung und Zuversicht in Christus habe, dass ich sein Kind bin, dass meine Schuld vergeben ist und dass ich ewig leben werde. Und ich liebe jetzt nicht nur Jesus, sondern ich liebe auch euch alle, die ihr hier seid. Und ich erzähle das, weil ich euch wünsche, dass ihr das auch erlebt, was ich erleben durfte.